Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3. Kurz vor Ende der letzten Folge ist uns blöderweise unser Raja gestorben und sein Nachfolger hat ein etwas reduziertes Reich, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, wir fighten jetzt hier noch ein bisschen an dem Krieg rum und ansonsten ist das hier alles etwas unerfreulich, ehrlich gesagt. Oh mein. Also, wir müssen jetzt hier erstmal kurz Pause machen. Kätzchen, würdest du mal bitte kurz von meinem Bildschirm weggehen? Danke. Ich habe natürlich wieder einen Mitspieler, der sich genau so hinsetzt, dass ich die Pausetasten nicht sehen kann. Das ist so ein bisschen scheiße. Okay, gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. So, hier. Okay. Die Takurani, die ist hier ganz passend. Dann braucht man einen neuen Ratsmarschall. Hätten wir irgendjemand, der es kann? Leider die beste ist jetzt hier die Verwalterin. Dann nehme ich mal dich hier und haben wir einen Spitzel, der ein bisschen was taugt. Jo, hätten wir. Oh, das ist schön. Da können wir hier gleich mal alle Vasallen irgendwie abfrühstücken. Die finden uns jetzt auch meistens fast alle nicht total scheiße. Und natürlich der nervige Puruhit, der ist der nervigste hier. Der kotzt rum. Ah, Mann, Junge. Du bist scheiße und trotzdem muss ich dich irgendwie ertragen. Wie sieht es denn hier bei unserer Erbfolge aus? Ehepartnerin ist einigermaßen mit uns zufrieden. Wir sind ein Administrator, das heißt, wir sind gut in der Verwaltung. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wir haben allerdings nur noch zwei Besitztümer von fünf. Das heißt, es geht richtig fett ins Geld hier. Oh Mann. Ah, okay. Wir sind eine hervorgetane. Nee, wir sind eine bekannte Dynastie. Jetzt müssen wir an hervorgetan arbeiten. Oh Gott. Und wir sind einigermaßen pflichtschuldig. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wie alt ist sie denn jetzt? 58. Na, das tut ja aber nichts. Der ist 49. Wow, warum haben wir so eine alte Frau? Okay. Vielleicht können wir die ja irgendwie loswerden. Wobei sie ist wirklich hübsch. Verdammt. Ja, okay. Gucken wir erstmal, wobei sie uns helfen kann. Wo ist sie denn? Oh, höfisches Ränkespiel. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. 17 hat sie. Ui. Okay, da sind wir jetzt auch mal prompt bei 13. Nicht verkehrt. Sind wir denn immer noch der wichtigste Bengale? Nein, das ist jetzt blöderweise sie. Oh, wer bist denn du eigentlich? Rani Devi? Ahijalia von die Kantidividratsch. Okay, wo ist das denn? Muss ich mal gucken, wo das jetzt eigentlich ist. Das klingt ja auch so ein bisschen. Ah, okay, hier oben. Oh, die haben sich ja auch wieder vergrößert irgendwie. Das ist ja so ein bisschen unerfreulich. Nee, das ist alles noch Pratihara. Oh, Mann, oh Mann. Sowas Blödes aber auch. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Fokus. Verwaltung würde sich ja fast anbieten. Da ist er aber schon relativ gut durch. Weil guter Administrator. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, jetzt hier noch weiterzumachen. Was haben wir denn hier? Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal so einen hinterhältigen Typen haben. Muss sagen, ich möchte gerne jetzt mal wieder ein bisschen anders spielen als vorher. Und Verwaltungsschwerpunkt brauchen wir schlichtweg deswegen nicht, weil wir kein besonders großes Reich haben. So, hier ist jetzt gleich Einnahme fertig, hoffe ich. Und ich hoffe auch echt, dass dieser blöde Krieg mal irgendwie ein Ende findet, weil der ist ziemlich teuer für uns. Eigentlich könnten wir uns hier daraus zurückziehen, weil das bringt ja eh nichts. Ich dachte mir, ich helfe hier unseren Verbündeten, aber nee, irgendwie läuft das hier nicht wirklich gut. Na? Haben wir jetzt hier mal das Ding eingenommen oder was? Ah, okay, wir sind fast fertig. Naja, die Kohle sollten wir uns schon mitnehmen. Okay, wir haben Gefangene gemacht. Es ist echt so lästig hier. Huch! Einstweiliges Misstrauen. Okay, es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplott lieben. Das könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. Okay. Ich werde sofort damit beginnen, Gerüchte in die Welt zu setzen. Okay. Das ist natürlich böse. Oder solange ich ein paar Spione unter ihnen platziere, kann mir nichts zustoßen. Etwas mehr.
Komplottwiderstand. Ich denke mal, ich mache erstmal den Komplottwiderstand. Um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Weil es bringt ja nichts, wenn sich die wenigen, die gerade da sind, gegenseitig auch noch auf den Kopf hauen. Und irgendwie sind die jetzt alle miteinander Feind. Ich weiß ja auch nicht. Strange. Was macht ihr denn hier für komisches Zeug? Ich glaube mal, ich hau denen auf den Kopf. Flüchtet ihr hier? Zu spät. Ich bin gleich da. What? Seid ihr schon weg? Ah, scheiße. Kriege ich euch jetzt hier? Unser Ruhm ist weithin bekannt. Okay, jetzt sind wir zumindest hervorgetan. Wir müssen aber an Illustra noch arbeiten. Das wird sicherlich noch eine Menge Zeit brauchen. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir da auf den Kopf hauen können. Ah. Okay. Es geht zumindest etwas voran. Also so schlecht sind wir nicht. Aber diese ganzen Fights hier, die sind ja wirklich bescheuert. So, haben wir es jetzt? Thema erledigt. Ja, okay. Offensichtlich ist das jetzt erst abgehakt. Können wir irgendjemanden gefangen nehmen oder so? Ah, immer noch 4%. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Kann der nicht einfach mal mit Würde verlieren? Das wäre doch auch okay. Bah. Können wir das hier noch angreifen? Wahrscheinlich müssen wir es schon, damit wir hier überhaupt irgendwie vorankommen. Oh, es ist doch echt nicht zu glauben. Na, was passiert hier? Nee. Erstmal nicht. Okay. Und hier unten wird gefightet. Der haut jetzt den anderen platt. Oh, das ist ja schon mal gut. Hat jetzt seine Kräfte wieder zusammengezogen. Wobei das da oben... Oh, das ist ja nicht mein Problem. Haha. Das ist das Schöne, es ist nicht mein Problem. Soll er erstmal bei meinem Bruder vorbeigehen? Oder ziehen die... sind das Feindliche? Das sind Feinde. Sind das Feinde? Ich muss mal eben kurz gucken. Wen hat er denn jetzt hier als Verbündete? Niemanden? Okay, ich bin irritiert. Kommen die jetzt hier zu mir oder was? Ich hoffe mal nicht. Das wäre jetzt etwas unerfreulich. So, der belagert das jetzt. Okay, mach du mal. Dann holen wir uns mal ein, zwei andere Ecken in der... Du sollst auch nicht mit mir marschieren, du Spacken. Alter Schwede. Es ist doch nicht wahr. Was genau macht ihr denn hier eigentlich für einen beknackten Krieg? Oh, ich ziehe hier echt gleich aus. Gibt's doch nicht. Einfach nicht zu glauben. Oh toll, Sandoval gehört jetzt auch noch jemand anderem. Alter. Also ich schätze mal, ich werde meinen ganzen Brüdern mein Reich wieder abtrotzen müssen. Voll ätzend. Ist das ätzend. Oh Mann. Also das war jetzt irgendwo so ein bisschen Satz mit X, den ich hier mit dem Raja gemacht habe. Ah, warte mal. Asima kann heiraten. Oh, da können wir doch jetzt einen passenden Mann finden. Der hat doch schon. Oder was? Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Von Tarton, Senaid Raj. Da, oh, da sind wir ja schon wieder... bei diesen komischen Senaiden. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, wenn wir da mal ein bisschen Verbindung knüpfen. Was bringt das denn hier? Der ist unterlegen, aber sie würde hier sehr, sehr viel Prestige dafür kriegen, dafür, dass es ein Raja ist. Ach ja, warum nicht? So, was haben wir denn sonst noch? Ich werde Titel erben, das ist schön. Wenn das so klappt. So, okay. Ihr habt euch hier verbunden, das ist schön. Wir fighten hier noch ein bisschen. Oh Mann, ey, das kostet echt nur Geld hier. Dafür, dass wir hier nur ein bisschen verheiratet haben. So, du bist auch schon verheiratet, du hast auch Kinder, das ist gut. Wie sieht's denn hier mit Kindern aus? Oh fuck, was ist das denn? Wieso hast du so eine furchtbar hässliche Frau? Okay, ich bin etwas schockiert. Wieso hast du diese Frau? Können wir die nicht irgendwie töten? Oh, fuck.
Wieso hat mein Erbe so eine gruselige Frau? Wie ist das denn passiert? Okay, ich bin leicht schockiert. Das wird natürlich mit Kindern nichts mehr. Oh mein. Okay, ich fürchte, die müssen wir irgendwie loswerden. Kann ich einen Mordkomplott machen? Oh, das läuft aber nicht gut. Ah, scheiße. Ah, Mann, echt. Ja, gut, führen wir halt noch ein bisschen Krieg hier. Oh Mann, ist das ätzend hier. Oh. Ich mach mal ein bisschen schneller. Sonst wird das hier eine. Okay, ich bin jetzt wieder der Dynastieführer. Sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt gucke ich mal eben. Wer ist denn hier der Chef? Raja Yuiku von Jharkhand. Okay, welcher ist das denn jetzt hier wiederum? Oh, okay, die sind größer geworden als ich. Na klar, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ätzend. Wenn einem eben alles unterm Arsch wegräumt, rennt, das ist natürlich so ein bisschen. So, dann wollen wir das doch hier mal einnehmen, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Uff. Eieiei, alles nicht so schön. Und irgendwie kämpfen hier ein paar Leute sehr kreativ miteinander. Habe ich den Eindruck? Also irgendwie läuft das jetzt hier gerade nicht so wirklich. Mann, Mann, Mann. Mein schönes Reich. Ich will diesen blöden Krieg jetzt endlich beenden. Ah, oh, Gott. Also irgendwie, Junge, echt jetzt. Seufzt. Voll nervig. Okay, das haben wir jetzt auch eingenommen. Glaube ich, irgendwie. So, was müssen wir denn jetzt hier eigentlich noch übernehmen? Den hier, glaube ich. Der kämpft jetzt hier oben. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen warten, bis das was wird. Okay, haben wir wieder jemanden im Krieg? Wer bist denn du jetzt hier? Was? Och nö, echt jetzt? Ah, okay, Tamra. Warte mal. Was bist denn du jetzt hier für einer? Boah, was ist das denn hier für ein Tamralpiti? Welcher Ort ist das denn hier? Ach, hier unten. Ah, jetzt werden die hier wieder alle gierig. Es ist doch einfach nicht lustig. Und wer bist du? Gautam. Okay, das ist hier oben. Der gehört zum Pratihara-Reich. Alter, frech. Während wir hier noch am Fighten sind. Na, das ist ja mal herrlich. Okay, die sind jetzt hier alle irgendwie so ein bisschen dabei, mir mein Reich streitig machen zu wollen. Die Frage ist jetzt, ob ich mich nicht tatsächlich irgendeinem der dicken Rajas hier unterstelle und versuche mich innerhalb eines. Oh fuck, okay, die überrollen mich wahrscheinlich. Ja, schön, ne, Leute, schön. Habt ihr toll gemacht. So, dann ziehen wir mal ganz schnell hier rüber. Warte mal, dann ziehen wir mal hier schnell rüber. Bevor die sich jetzt hier zusammenrotten. Sonst habe ich nämlich hier gar keine Chance. Oi, wei. Okay, also die sind jetzt hier wirklich dahinterher, mir mein Reich platt zu machen. Ich sehe das schon. Okay, jetzt kommt der Nächste, der hier rumstresst. Alter! Okay. Wow. Okay, das wird jetzt interessant. Wahrscheinlich werde ich jetzt einfach platt gehauen. Aber den habe ich jetzt zumindest mal erwischt. Ihr spritzt hier mal ein bisschen weg. Oh Mann. Da freut man sich doch hier. Super. Also gleich mal fette. Oh, fuck.
Okay, also ich glaube, das sieht jetzt schlecht aus. Die haben sich den perfekten Zeitpunkt rausgesucht, wo ich halt noch einigermaßen schwach bin und zu wenig Kriegsmöglichkeiten habe. Wow, fuck it. Okay. Was genau passiert denn jetzt eigentlich hier? Die Tikana von Vijas... Ah ja, okay, das ist das, was wir uns früher mal eingepackt haben. Und die möchten hier gern Tamralapiti haben. Oh, böse. Schauen wir mal, welche Chancen ich hier überhaupt noch habe. Mit meiner kleinen Truppe. Gehen wir mal hier ran. Komm, Junge, lauf doch mal. Okay. Oh, die kommen jetzt hier gleich mal vorbei und machen wir... Oh, hohoho. Das ist doch echt geil. Jetzt kommt auch noch die Kirche und will Geld haben. Nee, sie möchten mir gerne Geld geben. Oh, das ist aber nett hier. Udirna Kadgar. Oh Gott. Udirna Kadgar, der in meinem Rat für die spirituellen Belange zuständig ist, hat aus dem Nachlass eines reichen, aber kinderlosen Landbesitzers eine beträchtliche Spende in Gold erhalten. Er behauptet, der Verstorbene habe ein sehr bescheidenes und frommes Leben geführt und hätte sich gewünscht, dass das Gold dorthin geht, wo es Gutes tun kann. Purohit Udirna Kadgar besteht darauf, dass ich einen Teil der Spende bekomme, da ich ein Leitstern des rechten Glaubens in Harikela bin. Ein verlockendes Angebot, für wahr. Okay. Ich habe die ganze Spende verdient. Okay. Ich denke mal, ich kann das ganz gut brauchen gerade, weil ich Krieg führe und ich plattgehauen werde. Oh. Nein. Scheiße. Oh Mann, das ist jetzt richtig blöd. Fuck. Okay, meine Truppe flüchtet. Oh mein. Das ist unerfreulich. Also ich denke mal, wir werden jetzt hier relativ schnell, relativ hart auf den Kopf kriegen. Oh my. Und wir haben jetzt auch nicht mehr genügend Kohle für irgendwelche... Upsa. Okay. Jetzt haben wir auch nochmal eine Schlacht. Gegen eine kleinere Truppe. Vielleicht klappt das ja sogar. Ratskanzler wird nicht mit den Vasallen fertig. Na toll. Turnierprobleme. Ganz ehrlich, wir führen jetzt hier gerade einen Krieg um diverse Ländereien und müssen uns damit rumschlagen, dass irgendwelche Leute ein Turnierproblem haben. Als Raja ist es meine Pflicht, an einem lokalen Turnier teilzunehmen, doch die anderen Teilnehmer verspäten sich. Das Turnier wird frühestens in einer Stunde beginnen. Ich schaue mich um und sehe, wie mein Freund Damapati Lakshmansen in einem Pavillon in der Nähe sitzt, eindeutig zu Tode gelangweilt. Obwohl, dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die Unterhaltung der anderen Teilnehmer zu belauschen. Oh, das ist doch mal nett. Okay. Ich verbringe ein wenig Zeit mit Lakshmansen im Pavillon. Da wird er mein bester Freund. Ich entdecke zufällig ein Geheimnis. Oder aber ich verliere 10 Anspannung, weil ich schon genug Zeit mit diesem Scheiß hier verschwendet habe. Ich glaube, ich höre mir mal Geheimnisse aus dem Reich an. Während wir hier nebenher noch eine fette Schlacht prügeln. Oh mein, ist das herrlich. Kätzchen, könntest du dich bitte vielleicht so hinlegen, dass du nicht auf meiner Tastatur liegst? Dankeschön. Immer diese rollenden Kätzchen, das ist echt schlimm. So. Okay, also wir haben hier zumindest schon mal ein bisschen was hingekriegt. Holen uns jetzt aber das zurück. Oh, Mann, oh Mann. Ehepartner, der Sache gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht. Wie sehr sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Malivadevi, als sie mich unterbricht. Lasst mich in dieser Sache einschreiten, Gemahl, und ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Unser Kanzler ist jetzt nicht unbedingt der diplomatischste, den könnten wir schon mal verbessern. Gyatso könnte noch etwas mehr Verwaltung hinkriegen, ja, definitiv. Und Ratna Devi, ja, die ist eigentlich okay, bleibt doch lieber bei mir, dann gewinnt sie 20 Meinung. Nö. Bitte erteile Gyatso Unterricht. Das kann jetzt nicht verkehrt sein hier. Oh mein. Was ist denn das hier für ein Stress, Mensch? Wir haben es nicht leicht momentan. aber der Krieg hier läuft wenigstens nicht so total scheiße. Nee, warte mal. Hier möchten wir hin, um das wieder zurückzuholen.
von dem fiesen Feind befreien und so. Okay, die Dinge, die wir wissen. Ich würde lügen, wenn ich sagte, es hätte mich nicht ein wenig gefreut zu sehen, wie Takur Bisaldeva sich gewunden hat, als ich ihm erzählte, was ich weiß. Mein Vasall bittet mich zum Gespräch unter vier Augen beiseite und fragt mich, was er denn tun könne. Bisschen Geld hilft sehr viel. Es gibt jemanden, den ich beeindrucken möchte. Oder es gibt nichts, was ihr tun könnt. Ich möchte nur, dass ihr euch Sorgen macht. Ja, Gold ist gut. Wir brauchen momentan echt Geld. Oh, fight. Ist das ärgerlich hier. Oh, oh. Oh, oh, die hauen uns gleich wahrscheinlich wieder auf den Kopf. Oh, oh. Ja, mal gucken. Haben wir Glück? Nein, das... Oh, das läuft wieder schlecht. Scheiße. Das ist doch mal ärgerlich hier. Ah. Verdammt. Es ist doch ein Mist. Also wenn du mal gleich zwei Kriege auf einmal hattest, ist das echt blöd. Huch. Okay, unsere Kultur hat das Hufeisen entdeckt und wir sind jetzt hier belagert. Wir haben einen Kombatanten getötet. Oh, Mann, ist das ätzend hier. Also das läuft hier echt nicht gut. Nicht gut für uns. Was nehmen wir denn hier? Hm. Ich glaube, wir nehmen das hier. Oh my. Wow. Also ich glaube mal, das hier müssen wir echt geschlagen geben. So, wir flüchten jetzt hier noch so ein bisschen. Oh mei. Das ist doch mal echt ätzend hier. Okay. Aber gut, da sehen wir dann halt... was? Och nö. Echt jetzt? Der nächste Krieg. Der möchte gerne was anderes haben. Kamanta möchte er haben. Also kommt... Kommt doch am besten einfach alle vorbei. Drei Kriege sind immer noch besser als nur einer, ne? Also, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal ich bin gespannt, wie sehr sie mich zerfetzen werden. Wahrscheinlich ist das jetzt hier so der langsame Untergang des Ganzen, aber egal. Macht es gut, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss.